moin und hallo. Heute möchte ich euch ein kleines Tutorial-Video zeigen, womit man in Krita mit Hilfe des Gimmick-Tools eine Zeichnung einfach einfärben kann. Dazu wurde diese Zeichnung bereits eingescannt und von allen Unreinheiten wie Staub, Kratzern, kleineren Flecken befreit. Zuerst muss der weiße Hintergrund entfernt werden. Dazu geht man über Filter, Farben und Farbe zu Alpha. Standardmäßig ist weiß ausgewählt und wie man sieht, wurde alles Weiße davon entfernt. Nun haben wir nur noch die reine Zeichnung in einer Ebene. Nun öffnet man eine neue Ebene, verschiebt sie nach unten und füllt sie mit Hilfe des Farbeimer-Tools wieder weiß. Jetzt haben wir eine Ebene mit der Zeichnung und eine Ebene mit dem weißen Hintergrund. Damit können wir nun weiterarbeiten. Wir gehen wieder über Filter und dann das Gimmick ganz unten. Nun über Black and White und dann den Menüpunkt Colorize Interactive. Setzen wir die Einstellung umstellen auf Line Art und darunter Image und Colors, zwei Layer. Den Rest können wir so lassen. Nun öffnet sich ein neues Fenster. Das ist ein bisschen verwirrt. Passen wir das Fenster nochmal kurz an. Wir haben also ein Fenster mit der Zeichnung und ein Fenster mit der Farbpalette. Nun können wir mit der Farbpalette uns eine Farbe auswählen. In diesem Fall jetzt mal einen Hautton. Und klicken einfach in die Zeichnung rein, an den Stellen, an denen die Farbe erscheinen soll. Der Hintergrund muss auch entsprechend markiert werden. Klicken einfach in die und mit der Leertaste wird die Farbe entsprechend angelegt. Er orientiert sich dabei an den Zeichnungslinien. Ein Rechtsklick in die Farbfläche übernimmt wieder die Farbe. So können Sie auch diese Farbflecken einfach verschieben, linke Taste gedrückt halten und verschieben. Und uns dann neue Farbflächen einsetzen. Mit der Leertaste sehen wir dann, wie die neue Farbe erscheint. Ich habe jetzt den Ablauf einmal beschleunigt, damit man mal einen Überblick hat, wie schnell es geht, beziehungsweise wie der Ablauf schnell funktioniert.
mit Enter wird dann das Ganze angelegt. Das Ganze ist jetzt auf einer Extra-Ebene. Wir können mal demonstrieren, wie es dann aussieht. Das Ganze ist natürlich noch nicht ideal. Man sieht gerade an den Rändern so kleinere Ausfransungen. Die müssen später dann von Hand noch entfernt werden. Ich reduziere mal die Deckkraft der Linien und gehe dann über die Pinselauswahl zu diesem Werkzeug. Das ist der Shape Fill. Damit lassen sich ganz einfach die Farben der Form nach einfügen. Es ist nicht gerade die schnellste Methode, aber sie ist etwas schneller, als wenn man in einem anderen Tool jede Fläche neu ansetzen muss. Auch hier habe ich jetzt mal den Ablauf ein wenig beschleunigt. Wenn dann die Zeichnung fertig ist, müssen wir noch die Farben voneinander trennen. Das ist ganz einfach über Ebenen und dort den Menüpunkt Split Layer. In der Regel kann man die Einstellungen so übernehmen. Klicken auf Anwenden. Und nach einer kurzen Rechendauer legt Krita eine extra Gruppe an, wo alle Farben in separaten Ebenen mit angeschalteter, gesperrter Alpha-Ebene angelegt sind. Ja. Allerdings sind da auch mal ein paar Ebenen bei, die nicht wirklich was bringen. Meistens sind dann irgendwelche Zwischentöne enthalten, die für uns nicht nutzbar sind. Wir können sie problemlos löschen. Wie gesagt, die Alpha-Ebene ist gesperrt. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn wir mit einem Pinsel jetzt weiterarbeiten, können wir problemlos über die Ränder hinausgehen und es wird nicht in eine andere Ebene hineinsummen. Das erleichtert das Arbeiten ungemein. Wie man sieht, das ist mit jeder Ebene in dieser Gruppe vorhanden. Man kann einfach über die Ränder hinausgehen und somit randlos an den Bildern arbeiten.
Und jetzt zeige ich euch noch, wie der restliche Kolorationsprozess in schnell abgeht. An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal für alle, die so lange durchgehalten haben. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ihr mit Krita arbeitet. Und falls ihr noch mehr solcher Videos wünscht, könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben. Alles, was ihr so wünscht, Anregungen, Ideen, Fragen zum Ablauf, erhält ich gern. Und bis dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.